Eine Reihenhaussiedlung in Bremen-Blumenthal. Hier lebt einer der Männer, die ein norddeutsches Neonazi-Netzwerk aufgebaut haben sollen. Laut Ermittlern nennen sie sich Nordadler. Wir klingeln an der Tür. Und obwohl die Kamera gut erkennbar vor dem Haus steht, wird geöffnet. Wir treffen auf zwei junge Männer. Es war relativ spannend. Der erste, mit dem wir gesprochen haben, hat sehr freizügig mit uns sich unterhalten über die Razzia, bei der auch dann sein Laptop wohl mitgenommen wurde, wo er seine Bewerbungsunterlagen drauf hat. Er sei arbeitslos, 23 Jahre alt, habe mit den Nordadlern und mit einer möglichen Beschaffung von Sprengstoff oder Waffen nichts zu tun. Der zweite, mit dem wir gesprochen haben, der sagte, dass er dazu sich überhaupt nicht äußern will und dass wir doch bitte das Grundstück verlassen sollen. Grundlage der Razzia vor 10 Tagen war dieser Durchsuchungsbeschluss, der uns zugespielt wurde. Darin ist zu lesen, dass der Mann aus Bremen und drei weitere Männer aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein verdächtigt werden, eine terroristische Vereinigung gegründet zu haben. Sie hätten sich über die Beschaffung von Waffen und Bestandteilen zur Herstellung von Spreng- und Brandvorrichtungen ausgetauscht. Mögliche Anschlagsopfer seien Juden und Angehörige der Antifa-Szene gewesen. Bei den Hausdurchsuchungen fanden die Ermittler aber nichts, was auf einen konkret bevorstehenden Anschlag hinweist. Hier in Bremen nicht und auch hier im südniedersächsischen Katlenburg-Lindau nicht, wo die NDR-Kollegen von Panorama 3 ein Mitglied der Nordadler vor der Kamera interviewen konnten. Der junge Mann weist die Anschlagsvorwürfe zurück. Ich finde es lächerlich, da es nichts bringt. Es wird auch den nationalsozialistischen Staat nicht zurückbringen, wie wir das sehen, sondern das würde eher das Gegenteil bewirken, dass man uns dann wieder als die bösen Nazis schimpft, die nur Krieg wollen, Terroranschläge planen, Vandalismus und. Im Internet betreiben die Nordadler eine eigene Homepage. Volk, Heimat, Nationalstolz. Von möglichen Anschlägen auf politische Gegner ist hier nichts zu lesen. Aber ist die Gruppe wirklich so ungefährlich, wie sie tut? Die Journalistin und Buchautorin Andrea Röpke beobachtet die rechte Szene seit Jahren, trägt alles in einem Jahrbuch zusammen. Sie warnt vor den Nordadlern. Von dieser Gruppe geht auf jeden Fall eine größere Gefahr aus. Ich würde sie ernst nehmen, weil wenn man sich diese Gruppe, zumindest das, was bisher bekannt geworden, dann arbeitet sie ziemlich strategisch, einerseits offen, andererseits clandestin. Und vor allen Dingen die älteren Mitglieder, da wo wir es schon nachweisen können, haben eine ganz, ganz enge Vernetzung in die radikale Neonazi-Szene. Andrea Röpke hält die Hausdurchsuchungen für richtig. Nur so könnten mögliche Anschläge erschwert werden. Von dem jungen Mann aus Bremen-Blumenthal hat sie allerdings noch nie gehört, sagt die Journalistin. Welche Rolle er spielt, ermittelt weiterhin die Bundesanwaltschaft.